Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ihr seht es vielleicht schon am Titel, am Thumbnail oder auch jetzt schon hier im Hintergrund. Wir spielen heute mal nicht im FIFA 17 Karrieremodus. Wir spielen heute mal den Länderspielpokal der Frauen, was wir auch in FIFA 16 schon gemacht haben. Und ja, es sind einige Sachen da neu dazugekommen. Die werden wir uns jetzt alle gleich mal anschauen. Wir werden sehen, inwieweit sich das Gameplay verändert hat oder ob es vielleicht auch gar nicht auffällt. Also wir starten da einfach mal rein und sehen schon auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber wer sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, wusste, dass es in FIFA 16 nur 12 Nationen gibt. Jetzt sind noch zwei dazugekommen immerhin. Und zwar sind das die Norwegerinnen und ja auch die Niederlande ist mit dabei. Das heißt, wir haben jetzt 14 statt 12 Mannschaften und ja, wir werden natürlich wieder Deutschland nehmen. Deswegen, es ist nicht jetzt genau das Gleiche. Wir werden andere Gegner haben und schauen, wie das Turnier so verläuft. Also, das wird sich jetzt nicht so extrem wiederholen. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir eigentlich reinstarten. Die anderen Nationen sind alle die gleichen. Natürlich Kader-Updates und so weiter. Trikots weiß ich gar nicht genau, ob die sich überhaupt jedes Jahr ändern. Werden wir sehen. Vielleicht, es wird auch überhaupt nicht unbedingt auffallen. Also ich meine, es sind nur diese zwei Mannschaften neu dazugekommen. Und ja, wir schauen uns mal die Gruppen an. Das sind die, die jetzt ausgelost wurden. Deutschland, China, Frankreich, Australien ist Gruppe B. Gruppe A wäre dann Schweden, Norwegen, Spanien, Niederlande. Und Gruppe C später besteht aus Kanada, Mexiko, USA und Brasilien. Die werde ich jetzt mal nicht ändern. Lassen wir einfach so. Und würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier an. Ja, erstellen wir einfach einen neuen Speicherstand. Habe ich also selber noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich in FIFA 17 hier mit der Frauennationalmannschaft spiele. Ich hatte ja schon ein Video hochgeladen, wo wir mal die Gesichter ein bisschen vergleichen konnten. Was sich denn im Vergleich zu FIFA 16 getan hat. Da war teilweise schon was zu sehen. Noch nicht so der große Durchbruch, wenn man ehrlich ist. Aber da werden auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Finde ich jedenfalls. Und wir schauen mal, was wir denn hier noch so machen können in unserer Aufstellung. Das sind die 11 Spielerinnen, die ich auch in dem Video drin hatte, die wir dann verglichen hatten mit FIFA 16, weil auch nicht alle dabei waren in FIFA 16. Also es sind halt einige neu dazugekommen. Wer jetzt genau, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, das war so ein kleiner Einblick und das reicht dann auch. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier großartig was verändern sollten. Wir schauen mal kurz hier hin. Also die Kapitänin ist ja eigentlich Bartusiak. Die ist gar nicht hier im Kader drin. Das ist interessant. Das ist mir gar nicht aufgefallen letztes Mal, also als ich dieses Video da gemacht hatte. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das so und gehen mal direkt das erste Spiel an. Das Gute ist ja, dass hier nicht so lange Folgen kommen wie im Karrieremodus. Jedenfalls hoffe ich das, denn in der Gruppenphase gibt es natürlich noch kein Elfmeterschießen, keine Verlängerung. So, ich denke, wir können das Heimtrikot anziehen. Die Französinnen können das auch, das passt ganz gut. Ja, wir spielen auf Weltklasse, so wie wir es eigentlich auch in der Karriere machen. Und das würde ich sagen, ist alles in Ordnung. Borussia Park, 20 Uhr, also los geht's hier im Länderspielpokal der Frauen. Ich würde es mal Frauenweltmeisterschaft bezeichnen. Und ja, im letzten Spiel, also FIFA 16, haben wir das Ding gewonnen. Das laggt immer so unglaublich hier. Das ist so rum ruckeln, dieses Minispiel. Besonders wenn das Spiel lädt. So, wir wollen aber anfangen, jetzt hier nicht noch groß üben. Und dann schauen wir mal, wie das hier so aussieht. Natürlich der Borussia Park ausverkauft. Sieht bisher alles ganz ordentlich aus. Und naja, also im FIFA 16 haben wir halt das Turnier gewonnen, obwohl wir ja einen zweiten Anlauf gebraucht haben. Also einmal im Viertelfinale, glaube ich, war es ausgeschieden. Und dann doch noch, ja, nochmal versucht, das gleiche Spiel und dann am Ende gewonnen. Das darf dieses Mal gerne einfacher gehen. So, dann können wir auch jetzt gleich anfangen. Anna Polter
Gina aus Russland ist die Schiedsrichterin. Und dann kann es auch losgehen. Das erste Gruppenspiel gegen Frankreich, vielleicht schon einer der stärksten Gegner im ganzen Turnier. Und los geht's. Unten sehen wir nochmal die Aufstellung eingeblendet. Die könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich kann mich darauf jetzt nicht konzentrieren, denn wir haben schon vielleicht unsere erste Gelegenheit. Pop. War nicht schlecht und es gibt immerhin noch die Ecke. Es gibt immerhin noch die Ecke. Durch Marojan. Aber die war nicht so gut. Trotzdem, ja, doch ein bisschen gefährlich. Marojan kommt nochmal ran. Spielt ja in Frankreich eigentlich. Und es dürfte die nächste Ecke geben. So ist es. Ne, das war Debrez, nicht Marojan. So, nächste Ecke. Und die Chance. Und da muss die Keeperin aber nochmal richtig hin. Leupolz. Leupolz mit dem Ballverlust. Jetzt könnte es den Gegenangriff geben, aber da sind wir doch da. Und Marojan holt den Ball zurück. Die Anfangsphase sieht ganz gut aus. Und da ist Anja Mittag mit der ersten Gelegenheit, mit dem ersten richtigen Torschuss. Ich würde auch gerne die Namen der Gegnerin vorlesen. Das fällt mir teilweise ein bisschen schwierig, wenn ich mal da unten rechts so drauf schaue. Jetzt Dali ist okay, aber ansonsten sich auf das Spiel zu konzentrieren und diese Namen vorzulesen, die man sonst eigentlich noch nie gehört hat, ist ein bisschen schwierig. So, jetzt aber Kemme im Zweikampf immerhin erstmal den Angriff verhindert und den Einwurf rausgeholt, zwar für den Gegner. Also den Namen würde ich niemals aussprechen können, da brauche ich Jahre für. Sehr gut, Balleroberung. Und jetzt geht's schnell nach vorne. Laudea. Dürfte ein Foul gewesen sein. Ja, ist es auch. Leupolz. Außen geht Meier, die eigentlich in der Verteidigung zu finden ist. Geht aber noch weiter durch und holt immerhin die Ecke. Ich weiß gar nicht, was für ein Trainer das ist. Der Trainer der Franzosen. Wäre mir neu, dass die auch im Spiel sind, also bei den Frauennationalmannschaften. Mittag mit der Kopfballgelegenheit. Aber Foulspiel. Die erste gute Chance hier für uns. Nach gut 20 Minuten, nach einem Eckball. Und das soll was heißen, denn das ist ja bisher noch gar nicht so mein Spezialgebiet. Wir haben, glaube ich, auch im FIFA 16 gegen Frankreich gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Da sind wir damals aber im Halbfinale in die Verlängerung gegangen und haben dann kurz vor Schluss, glaube ich, gewonnen. Also relativ glücklicher Sieg. Wir schauen mal, was jetzt draus wird. In der Gruppenphase hat man ja das Glück, dass man einigermaßen schwache Gegner noch hat. Denn nicht alle spielen auf einem so hohen Niveau wie die deutsche Mannschaft. Die ja auch Olympiasieger geworden ist. Das kann man aber auch mal abpfeifen. So, jetzt muss der Ball da weg. Ansonsten fällt das Tor und es ist so 1-0 Frankreich. Das war abzusehen. Wenn der Ball da hinten nicht wegkommt, dann fällt natürlich das 1-0. Und den haben wir einfach nicht wegbekommen. Hier muss der schon weg. Da haben wir ihn eigentlich schon vor den Füßen und dann nochmal und ja, dann kann auch Schuld nichts mehr daran machen, die bei uns im Tor steht. Keine Chance mehr.
Gut, 1-0, also für Frankreich, das ist noch nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Denn so schlecht haben wir bisher nicht gespielt. Wir waren bisher die bessere Mannschaft. Aber wenn du das einmal nicht richtig verteidigst, ist es einfach so. Dann kriegst du das Gegentor. Laudea. Laudea mit Debritz. Ah, schade. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Mit Marojan. Eigentlich, glaube ich, mit die beste Spielerin im Kader. Also hat, glaube ich, auch mit die beste Bewertung. Mit Pop, ich glaube, eine 86. Gehört da schon fast zu dem Maximum, was wir hier finden. Jetzt gibt es den Konter von Frankreich. Aber den haben wir immerhin abgewendet. Das ist ja schon mal was. So, jetzt könnte es allerdings unseren Konter geben. Über Pop, die unsere einzige Stürmerin ist hier. Ah, schade. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir die so einfach abhängen können. Kemmel. Laudea, Pop und in die Mitte zum Mittag auf die andere Seite möglicherweise. Nee, erstmal nicht. Und jetzt gibt's vielleicht den Gegenangriff von Frankreich. Liegt noch eine Spielerin am Boden, ist aber wieder aufgestanden. Henning rückt sehr weit nach vorne, ist eigentlich Innenverteidigerin. Dali. Also die Franzosen hatten eigentlich noch keine großartige Chance außer diesem einen Tor. Und jetzt vielleicht die nächste. Nicht ganz ungefährlich. Wenn der durchkommt, ist er natürlich eigentlich drin. Aber haben wir noch gut rausgeholt. 0-1 allerdings zur Pause gegen Frankreich. Das können wir noch deutlich besser. Ich hoffe natürlich, dass wir das auch in der zweiten Halbzeit aufholen können. 1-0 Rückstand mit einer Niederlage zu starten wäre nicht so schön. Wir wollen natürlich auch dieses Jahr wieder den Pokal gewinnen. Und ja, das sind die Halbzeitstände in den anderen Spielen. Australien führt 1-0 gegen China. Brasilien führt 2-0 gegen Mexiko. Kanada 0-1 gegen die USA. Was zu erwarten ist. Die USA ist, glaube ich, ja, also möglicherweise, ich weiß nicht genau, aber die bestbewertete Mannschaft hier in diesem Spiel. Niederlande 1-1 gegen Norwegen und Schweden 2-0 gegen Spanien. Ja, dann verändern wir nichts an unserer Aufstellung und machen einfach so weiter. Wir stellen aber auf offensiv, um jetzt mal ein bisschen mehr Druck nach vorne zu machen. Denn aus dem Spiel heraus war mir das ein bisschen zu wenig. Wir hatten unsere Chancen meist nur durch Standardsituationen, das heißt Ecken. Und ja, ansonsten war es dann etwas dünn. Marojan hat Platz, aber kriegt den Ball nicht zur Mitspielerin. Sehr gut von Debritz dazwischen gegangen. Und wieder Debritz. Was war das jetzt? Abseits. Abseits von Pop. Jo, richtige Entscheidung. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, Leupolz jetzt in den Zweikampf, holt sich den Ball und sehr gut freigespielt und jetzt eine Menge Platz vor sich. Und sehr guter Pass, sehr, sehr stark und das muss das 1-1 sein. Es ist Anja Mittag, die Kapitänin der Mannschaft, aber was für ein super Pass von Melanie Leupolz. Richtig gut freigespielt und dann muss der natürlich rein, das ist ja ganz klar. Keine Chance für die Keeperin, das war wirklich ein toller Angriff. Erst der gute Pass und dann noch der souveräne Abschluss. Ich würde sagen, es ist ein verdienter Ausgleich. Wir waren mindestens gleich auf, wenn nicht sogar teilweise die bessere Mannschaft.
Und dann haben wir nach 54 Minuten also endlich den Ausgleich geschafft. Einen Punkt haben wir im Moment gegen die Franzosen, die auch keine schlechte Mannschaft haben. Laudère, Debrez geht mit. Aber in diesem Fall wird es nichts. Einwurf für Frankreich. Können wir mal schauen. Ja, die Franzosen wechseln auch. Jetzt können wir vielleicht auch gleich wechseln. Aber wir warten noch einen kleinen Augenblick. Da haben sie angetäuscht den Anwurf, Einwurf. So, Meier muss jetzt wieder raus. Nach außen. Und Einwurf für Frankreich. So, bei den nächsten Unterbrechungen werden wir dann auch mal auswechseln. In der Hoffnung, dass wir bis dahin nicht 2-1 hinten liegen. Debrez muss dahin. Oh, das war nicht gut. Und das ist das 2-1 gerade noch angesprochen. Und jetzt ist es tatsächlich so. Da war die kleine Lücke auch nur. Ein bisschen Platz da und dann ist das auf einmal schon diese Großchance, die da entsteht. Ja, keine Chance für unsere Keeperin. Und ich glaube, wir werden jetzt mal auswechseln. So, dann schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir mal Debrez raus, bringen Gößling. Und ansonsten, wen haben wir denn da noch? Kerschowski vielleicht oder Hut. Also ich glaube, wir sollten jetzt eher was für die Offensive tun. Schauen wir uns mal hier ein paar Ratings an. Vor allem Geschwindigkeit wäre jetzt, glaube ich, nicht so schlecht. Da bringen wir einfach mal Hut für Leupolz. Und den dritten Wechsel sparen wir uns nochmal auf. Vielleicht können wir dann hinterher noch ein bisschen reagieren. Also Doppelwechsel bei Deutschland. Gößling und Hut kommen in die Partie. Und wir haben was aufzuholen, nämlich diesen Rückstand mal wieder. Und vielleicht wird das ja durch die Einwechselspieler mal was, dass wir auch möglicherweise noch gewinnen. Das wäre ja auch ganz nett. Aber erstmal müssen wir überhaupt an den Ball kommen. Gibt Einwurf für Frankreich. 85% der Pässe von Anja Mitter kommen an. Das ist ganz schön. Aber es hilft uns nichts, wenn wir dann am Ende verlieren. So, jetzt Gößling. Gößling findet da keinen Anspielpartner. Jetzt Laudère. Kein Elfmeter, natürlich nicht. Einfach nur aufgelaufen. Den hat Tabea Kemme, aber der Pass kommt wieder nicht an. So, jetzt außen, Dali. Hat uns aussteigen lassen und jetzt gibt's die Chance, aber Schuld ist da. Marojan, jetzt nochmal ein Gegenangriff. Vielleicht noch den Ausgleich. Wir haben immerhin noch eine Viertelstunde. Mittag. Marojan mit der Chance und es gibt die Ecke. Der hätte unter Umständen gepasst, obwohl, naja, wäre vielleicht auch direkt auf die Torhüterin gekommen. So, jetzt gibt's die Ecke und das ist ja hier eine Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, weil die Torhüterin auch nicht so groß sind. Wir stellen mal auf sehr offensiv, wir müssen jetzt Risiko gehen. Weil wir haben jetzt sowieso nichts zu verlieren und er ist im Aus. 10 Minuten noch. Wir liegen hinten. Aber das muss ja nicht so sein. Wir sind eigentlich gleich auf, mindestens gleich auf. Und haben nur wenig zugelassen, aber daraus haben die Franzosen halt 2 Tore gemacht. Meier. Schade, konnte sich da nicht durchsetzen.
Und dann gibt es noch den Freistoß für Frankreich. 7 Minuten noch zu spielen. Das hätte auch sehr schlecht ausgehen können für Frankreich. Wenn der Pass nämlich nicht von der Mitspielerin richtig angenommen wird, dann haben wir eine Menge Platz. So, jetzt wird hier natürlich auf Zeit gespielt. Einwurf für Frankreich. Da müssen wir aber auch ein bisschen mit nachrücken. So, jetzt Hut. Nee, kommt da auch nicht ran. Und jetzt wieder nach außen, natürlich zur Eckfahne. Das hat nichts mehr mit Torschüssen oder Angriffen zu tun, was Frankreich macht. Das ist natürlich nur noch totale Verteidigung und das möglichst an der gegnerischen Eckfahne. Aber jetzt nochmal Hut. 3 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt Laudér. Laudér mit der Gelegenheit. Und das war's. Wir kriegen den Einwurf nicht mehr. Das war's. Wir verlieren mit 2:1 das Auftaktspiel. Vor eigener Kulisse gegen Frankreich, die das ja eiskalt gemacht haben. 2 Torschüsse und daraus 2 Tore gemacht. Man muss allerdings auch dazu sagen, wir hatten jetzt auch nicht diese Riesenchancen. Also wir waren jetzt nicht so überlegen, dass wir jetzt hier gewinnen müssen eigentlich. Aber Frankreich hat die Chancen einfach genutzt und wir teilweise nicht. Deswegen geht das Ergebnis eigentlich auch in Ordnung. Wir können uns gerne nochmal die Zahlen dazu anschauen. Ja, es ist auch gar nicht mehr hier gezeigt. Ja, 5:2 Torschüsse. 42% Ballbesitz nur für uns. Das reicht nicht unbedingt aus. Also 42% ist sehr, sehr wenig. Dafür, dass wir so eine starke Mannschaft haben. Endergebnisse. Australien 1-1 gegen China, Brasilien 3-0 gegen Mexiko, Kanada 1-2 USA, Niederlande 2-2 gegen Norwegen und Schweden gewinnt 3-1 gegen Spanien. Ich glaube, Australien und China waren in unserer Gruppe, ne? Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Ja, genau. Das heißt, dass das nächste Spiel schon sehr entscheidend sein kann für uns. Wir schauen auf die Tabelle. 0 Punkte. Das ist, naja. Wir haben aber jetzt Australien und China noch als Gegner. Und die sind, glaube ich, deutlich schwächer als Frankreich. Das würde ich jedenfalls mal so einschätzen. Also noch alle Chancen da. Auftakt verloren, aber was soll's. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du mehr sehen möchtest, dann kannst du auch gerne ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Und dann verpasst du auch nicht mehr das Spiel gegen Australien oder auch die anderen Gruppenspiele bzw. K.O.-Spiele. Also bis dann. Ciao.